Na Leute, ich bin mal wieder auf dem Feld mit Elli. Ich wollte ja eigentlich, wie gesagt, gestern gehen, aber gestern war ich ja dann so müde, dass ich mich erstmal hingelegt habe. Weil der ganze Prüfungsstress schließlich von meinen Schultern gefallen ist und dann habe ich mich erstmal schlapp und ausgelaugt gefühlt. Ja, und deswegen habe ich gesagt, gehe ich heute mit ihm. Ich muss sagen, es ist der Weg mit ihm hin und zurück ist ja eigentlich immer so schwierig, dass ich schon oftmals gesagt habe, dass ich eigentlich, wenn ich aufs Feld gehe, lieber nur noch alleine gehe und ohne Eddie. Aber ich weiß ja, dass er auch diesen Auslauf braucht und er freut sich ja auch immer, wenn wir aufs Feld gehen. Das ist ja scheiße, wenn ich ihn nicht mitnehme, wenn ich alleine hingehe. Ich war ja schon mal alleine auf dem Feld ohne Eddie, wo es hier so gestürmt hat oder fast gehagelt hat, glaube ich. Ja, aber naja, wie auch immer. Es ist ja schönes Wetter und der Hund braucht ja auch den Auslauf, weil immer diese Gassi-Runden powern ihn ja auch nicht aus. Gut, ich meine, so Feld powert ihn auch nicht immer aus. Er hat so viel Energie, das glaubt ihr gar nicht. Ich hoffe, der Ton ist nicht zu schlecht durch den Wind. Es ist gar nicht so windig, aber ich glaube, der Ton dieser Kamera ist immer nicht so gut, glaube ich. Keine Ahnung. Ist ja auch egal. Er läuft gerade bei Fuß, weil er die ganze Zeit sich erhofft, ein Leckerli zu bekommen. Aber ich kann ihm ja nicht ständig Leckerlis geben. Er kriegt immer am Anfang, bevor ich ihn loslasse, ein Leckerli. Am Ende, wenn er wieder rangemacht wird. Und eben zwischendurch auf dem Feld auch mal, aber nicht die ganze Zeit. Weil ich brauche eigentlich immer noch Leckerlis, falls hier noch jemand anders auf dem Feld ist. Dass er auf jeden Fall zu mir kommt, dass ich ihn vielleicht zwischendurch mal festmachen kann. Nee, auf jeden Fall. Habe ich ja dann heute gedacht, ja komm, dann gehe ich mit Eddie aufs Feld. Ist auf jeden Fall nicht schlecht. Und außerdem haben wir ja eine neue Leine für Eddie, wie die ich gerade trage. Die haben wir mal bei Wish bestellt. Also mein Vater hat die bei Wish bestellt, weil es ist ja schon anstrengend, mit ihm durchs Feld zu laufen. Durchs Feld. Überhaupt Gassi zu gehen, meine ich. Weil ich ihn gerade hier durchs Feld laufen sehe, habe ich gesagt, durchs Feld zu laufen. Die Leine habt ihr ja eh schon gesehen. Jetzt in den Dänemark-Videos. Und damit läuft sich das definitiv besser. Ich bin ja heute mit der Leine mit ihm zum Feld gelaufen. Und er hat zwar gezogen, aber er konnte gar nicht so doll ziehen. Das heißt, es war überhaupt nicht anstrengend. Und das fand ich gut. Solange es nicht anstrengend für mich ist, mit Eddie Gassi zu gehen, gehe ich auch gerne. Oder überhaupt mit Eddie an der Leine zu laufen. Und deswegen war das echt gut. Deswegen bin ich eigentlich auch immer ganz gerne in Dänemark mit ihm gegangen, weil ja kurz vor Dänemark haben wir die Leine bekommen von Wish. Da kam die an und dann haben wir die gleich in Dänemark ausgetestet und es war echt gut. Ja, und hier ist es eigentlich auch, also wie gesagt, jetzt der Hinweg war gut. Rückweg läuft zwar eh immer besser als der Hinweg, aber ich wette, der Rückweg wird jetzt genauso gut laufen wie der Hinweg. Ja, das heißt, ich werde jetzt wahrscheinlich eh wieder öfter mit Eddie aufs Feld gehen, wenn es jetzt so schön bleibt. Obwohl ich gehört habe, am Wochenende soll es wieder schlecht werden. Aber dann würde ich es auf jeden Fall öfter machen jetzt so, weil es mich halt selber nicht abnervt. Weil ich sag nur, das letzte Mal auf dem Rückweg mit Eddie, er hat mich quasi zu Boden gerissen. Nicht quasi, er hat mich wirklich zu Boden gerissen. Es war schrecklich. Es war ein anderer Hund am Zaun, so ein Schäferhund, und der hat aggressiv gebellt. Eddie hat... lässt sich sowas immer nicht bieten und er rennt dann auch immer dorthin. Und dann haben sie sich gegenüber im Feld, zwischen ihnen war nur der Zaun, haben sie sich aggressiv angebellt. Und ich hatte Eddie im Arm, ich weiß nicht, ob ich das überhaupt mal erzählt hatte. Und ich weiß nicht, ich konnte ihn gar nicht richtig halten. Ich glaube, ich hatte sogar noch irgendwas anderes in der Hand. Stimmt, ich hatte auch noch ein Leckerli von ihm in der Hand, weil ich wollte, dass er bei Fuß läuft, weil ich konnte ja nicht so richtig laufen mit ihm so, weil er ja immer gezogen hat, aber wenn ich ein Leckerli in der Hand hatte, ist er immer bei Fuß gelaufen und das war gut und selbst das hat ihm ja dann nicht mehr interessiert und dann bin ich hingeflogen, habe ihn aber nicht losgelassen, weil ich kann ihn nicht loslassen, dann falle ich lieber hin, weil ich habe einfach Angst, dass er sonst wohin rennt. Ja, und dann bin ich halt hingeflogen, was nicht so schön war. Und dann musste ich halt damit leben. Ich hatte dann zwar ein bisschen aufgeschürfte Knie und war natürlich dann auch etwas abgefuckt, muss ich sagen, als ich dann nach Hause gegangen bin. Das Leckerli hatte ich dann auch fallen gelassen, das hat er aber auch nicht mehr gefunden, das hat ihn nicht interessiert.
Ja. Tja, schade. Ja, Dinge passieren halt, mein Gott. Da hat mich das genervt und abgefuckt, aber im Endeffekt gehe ich ja jetzt trotzdem immer wieder mit ihm. Eben hat er auch meine Mutter angerufen. Hat er so gefragt, ob mein Vater schon zu Hause ist, lalala. Und dann meinte ich halt, ja, ich bin gerade mit Ellie auf dem Weg zum Feld. Und sie dann so, ah nee, ich hab gesagt, ich bin auf dem Weg zum Feld. Und sie dann so, mit Ellie oder alleine? Meinte ich ja mit Ellie. Dann meinte sie, hä, du wolltest doch nicht mehr mit Ellie gehen. Ja, natürlich nicht, aber, also zum Feld eigentlich nicht, aber natürlich gehe ich weiterhin mit Ellie zum Feld. Das ist, ja, das habe ich an dem Tag nur gesagt, weil ich schon ein bisschen sauer war. Klar. Ach, und meine Flasche kam an von Wisch. Was sehr gut war, denn kurz bevor ich mit Eddie aufs Feld bin, habe ich nochmal im Briefkasten geguckt und da war die Flasche da und das ist sehr gut, weil ich wollte eh keine komplette Trinkflasche mit aufs Feld nehmen, also so keine große und dann ist diese 550 Milliliter sogar Flasche, sind sie echt angemessen, muss ich sagen und das ist gut zum Mitnehmen, es ist halt eine kleinere Flasche und die ist dann gut zum Mitnehmen. Ich hasse es so große, sperrige Flaschen mit einzupacken. Deswegen, ja. Gut. Ich quatsch mal hier nicht so viel in die Kamera und genieße hier erstmal das Feld. Wir waren Eis essen und es war echt lecker, aber echt viel. Ich habe mein Eis nicht geschafft, das war so viel. Ich habe ein Kiwi-Joghurt-Eis gegessen und Maria hat ein Bananen-Joghurt-Eis gegessen und ja, war lecker, aber viel. Und jetzt laufen wir hier noch rum und gehen wohin? Ich weiß auch nicht. Irgendwo hin. Ja. Irgendwas machen wir schon. Es ist grün. ich weiß nicht. Keine Ahnung. Boah, er sah voll gut aus. Er sah so sehr motiviert aus. Ja, aber er sah voll gut aus. Ah, zwei doofe Gedanke. Er sah wirklich gut aus und er hat einen Selbstschirm. Das macht immer schon mal viel aus. Das ist schon mal. Ja, gut. Aber das macht dann auch immer meistens einen Pluspunkt. Wenn er eh schon gut aussieht und wenn er dann noch einen Selbstschirm hat, dann sind wir eh schon Selbstschirmfreunde. Also von daher. Yeah! Schön verhakt. Ach nee, hat er eh nur ein Ding. Aber meins ist eh sehr eng. Ich muss auch alles sagen. Weil es ist passiert ja, dass es oft schief. Ja. Aber ich finde, wenn es cool ist, dann sieht es schlimmer aus. Also es kommt drauf an, wenn du es jetzt so hast. So, und nicht so drin ist. Ja. Ja. Nee, ich muss sagen, ja, man sieht es ja nicht, wenn du nur einen Ring hast, finde ich, ist das egal, aber wenn du einen Ring mit einer Kugel hast. Ich habe gerade keine Ahnung, die hat so ein bisschen umgestellt. Okay. Ach so.
Ja, ja, ich finde diese auch, diese eigentlich ganz schön, diese Septum, die zu sind, aber die unten halt auch noch so Schmuckgedöns dran haben. Die mag ich eigentlich ganz gerne, aber ich habe Angst, dass es bei mir zu viel aussieht. Weil ich sehe sie immer an anderen Leuten und denke mir, sieht geil aus, aber ich habe immer Angst, dass es bei mir scheiße aussieht, weißt du? Ich meine, man kann es ja auch probieren, ne? Ich meine, probieren geht über studieren. Aber, I don't know. Also ich finde, es sieht bei ihr auch ganz schön aus, weil es ist auch irgendwie trotzdem noch dezent. Es ist aus dem Goldklein. Ja, hm. Aber es sieht halt auch ganz cool aus. Ich finde halt nur, wenn das verdreht ist, dann sieht das halt wirklich scheiße aus. Ja. Nee, wie gesagt, wenn du aber nur so einen Ring drin hast, dann sieht man ja dann nicht, ob der verdreht ist oder nicht. Deswegen ist es eigentlich ganz praktisch, wenn man es nicht sieht, weil dann brauchst du dich gar nicht drum kümmern. Aber ich glaube, ich würde mich trotzdem ständig drum kummern, weil ich irgendwie auch ständig an meinem Septum rumfummel. Keine Ahnung warum. Macht einfach Spaß. Ja. Green. Entschuldigung. Ich hatte gerade so einen Linksdrall. Links? Ja. Eigentlich will ich mit dir kuscheln. Aber nicht bei der Wärme. Ja, nee, eigentlich nicht. Bei der Wärme ist immer ein bisschen schwitzig mit sich. Ja. Wir können ja nochmal dann eh in der Gruppe ein bisschen schreiben. Hi Leute, heute kam ich mal dazu, die andere Perücke aufzusetzen. Ihr denkt jetzt vielleicht sogar die andere Perücke, weil diese Perücke sieht irgendwie, finde ich gerade jetzt, wo ich sie aufhabe, fast genauso aus wie diese Perücke. Gut, wenn ihr sie nebeneinander haltet oder ich und ihr sie nebeneinander seht, dann seht ihr, dass es eine andere Farbe ist. Das hier ist nämlich diese hellblaue Perücke und das hier ist die fliederfarbene. Das fällt einem, finde ich, so gar nicht auf. Wenn man die einzeln sieht, denkt man auch schon fast, dass sie so lila oder fliederfarben ist. Krass, oder? Das ist mir gar nicht aufgefallen. So fand ich die ganze Zeit dieser hell... Gut, jetzt, wenn ich mich jetzt hier angucke, finde ich auch, dass sie hellblau aussieht. Aber zwischendurch dachte ich, sie sieht etwas lila und oder fliederfarben aus. Hier in dem Kamerabildschirm finde ich das nämlich auch. Keine Ahnung, der dunkle Ansatz ist auch da. Ja. Also, ich wollte euch die ja eh mal aufgesetzt zeigen und jetzt kam ich mal dazu. Sie ist, wie gesagt, auch wirklich nicht so lang wie die andere. Die andere geht, glaube ich, bis hier. Die lilane, obwohl die ja beide eigentlich gleich lang sein sollen, sind ja eigentlich beide 24 Zoll. Naja, aber stört mich nicht, muss ich sagen. Ich finde sogar die Länge angenehmer als die von der lilanen. Ich habe ja auch zwischendurch wirklich mal überlegt, ob ich die lilane ein bisschen gerader schneide und dann würde ja eh ein bisschen was abkommen. Aber ich habe Angst, dass ich mich verschneide, deswegen lasse ich das lieber so. Ich habe ja noch nicht mal, weder von der Perücke noch von der anderen Perücke, von der fliederfarbenen, habe ich ja noch nicht mal das Netz hier oben abgeschnitten. Also dieses Lace sind ja diese Front-Lace-Perücken und davon habe ich ja nicht mal das so abgeschnitten, wie es sein muss, weil ich Angst habe, dass ich zu viel abschneide. Ich habe nämlich mich immer noch nicht damit belesen, wie man es am besten abschneidet. Die fliederfarbene hatte ich im Kino mal auf, als ich auf dem Weg war zum Kino und dann auf dem Weg zurück. Ich weiß gar nicht, ob ich das euch erzählt hatte, da habe ich dann sogar, aber ihr habt das vielleicht sogar gesehen, bei Snapchat, da hatte ich dann sogar diese Brille auf. Gestern habt ihr ja gesehen, hatte ich die auf. Ja, ich setze mein Zeug wirklich auf. Die Perücken habe ich bisher leider alle noch nie so oft aufgehabt. Also ich muss sagen, ich liebe ja Perücken. Ich habe, glaube ich, schon immer so ein Faible für Perücken gehabt. Also überhaupt so fürs Verkleiden. Ich mochte mich schon immer verkleiden. Ich fand das schon immer total toll. Und deswegen liebe ich auch so Perücken und auch Kontaktlinsen. Nur Kontaktlinsen habe ich nicht viele. An Kontaktlinsen habe ich nur die, die ich mal zu Halloween hatte. Mit denen habe ich sogar mal ein Betty kommentiert Kommentare-Video gedreht mit den Kontaktlinsen. Aber bei Kontaktlinsen ist die Sache die, warum ich nicht so viele habe. Bei Perücken, da kannst du nicht viel falsch machen. Klar, du kannst schon viel falsch machen, wenn du eine kaufst, die sehr unecht aussieht. Zum Beispiel meine allererste Perücke hier. Die sieht ja nun mal sehr unecht aus. Im Gegensatz zu allen anderen. Gut, die hier sieht natürlich auch, die hatte ich, die von Easy lasse ich mal außen vor, weil es ja nicht meine ist. Aber die habe ich ja von der Gamescom und die hat ja auch, sieht schon natürlicher aus als diese, sieht aber unnatürlicher aus als diese oder diese. Das sieht man, finde ich, ganz gut und es fässt sich auch so an. Also man merkt schon den Unterschied. Ich meine, die am billigsten aussieht, war halt auch am günstigsten und die, die am
Also, ne, es ist halt wirklich die, die am besten aussehen, sind schon teurer. Und die anderen, ne, das andere ist halt, man merkt es schon am Preis. Ja, aber ansonsten kann man mit Perücken, du schädigst weder deine eigenen Haare, noch schädigst du deine Kopfhaut oder irgendetwas anderes. Was bei Kontaktlinsen anders ist, wenn du da die falschen nimmst, kann es passieren, dass du deine Augen schädigst. Also klar, du legst es ja halt auch direkt aufs Auge rauf. Klar, hier legst du es direkt auf deinen Kopf rauf, aber dein Auge ist ja nun mal viel empfindlicher. Und wenn du etwas ins Auge machst oder auf dein Auge Augapfel drauflegst, ist das natürlich was ganz, ganz anderes. Und deswegen habe ich auch, glaube ich, mehr Perücken als Kontaktlinsen, obwohl ich gerne mehr Kontaktlinsen hätte. Denn Kontaktlinsen würde ich, glaube ich, öfter tragen als Perücken. Weil ich bin ja eigentlich nicht so der Mensch, der gerne aus der Masse heraussticht, beziehungsweise ich mag es auch gerne gedeckt irgendwo hinten zu sein, aber schon allein durch meine Art steche ich eh meistens aus der Masse heraus. Ja, so bin ich eben. Aber bei Perücken stichst du halt noch mehr aus der Masse heraus, bei Kontaktlinsen nicht so doll, denn Perücken fallen schneller auf als Kontaktlinsen, weil wenn du natürlich Perücken hast, wo du natürlich sofort siehst, dass es Perücken sind, dann stichst du auf jeden Fall heraus. Bei Kontaktlinsen sieht man ja, glaube ich, nie sofort, ob es Kontaktlinsen sind, weil nur wenn du der Person richtig in die Augen schaust, siehst du ja, dass es Kontaktlinsen sind. Ansonsten siehst du das ja nicht. Bei Perücken kannst du schneller sehen, ob es eine Perücke ist. Die Sache ist nur die, ich glaube, dadurch, dass ich eh so unnatürliche Farben habe, schauen die Leute mich ja eh immer erstmal an. Aber das ist ja auch, wenn jemand seine natürlichen Haare so färben würde, würden die Leute die Person ja auch erstmal anschauen, weil das ja eine unnatürliche Farbe ist. Wenn ich jetzt aber, sage ich mal, zum Beispiel diese braune aufhaben würde, gut, die würde natürlich natürlich aussehen, von der Farbe her, aber sie wäre schon unecht, weil sie schon unecht aussieht. Das ist das Problem bei der Perücke. Und bei meiner roten Perücke, ja, die hatte ich sogar mal, als ich griechisch essen war, hatte ich die mal auf. Ich hatte einen Bad Hair Day und wusste nicht, was ich mit meinen Haaren machen sollte, also habe ich die Perücke aufgesetzt. Dafür sind die Perücken übrigens auch gut. Und kann ich leider nicht sagen, ob die Leute dachten, oh, das ist eine Perücke, oder ob die Leute wussten, dass es keine Perücke ist. Oder dachten, dass es keine ist. So, ich kann es ja leider nicht sagen, was die Leute dachten, weil meine Familie war ja mit dabei, aber die wussten ja, dass es eine Perücke ist. Somit hätte ich die ja nicht fragen können. Das ist immer scheiße, jemanden zu fragen, der eh schon weiß, dass es eine Perücke ist. Du musst jemanden fragen, der dich nicht kennt, weil zum Beispiel ihr würdet ja wissen, sobald ich eine Perücke aufhabe, weil zum Beispiel bei der Perücke würdet ihr schon wissen, erstmal habe ich eigentlich blonde Haare und als ob ich mir die jetzt ganz schnell gefärbt habe, und ihr wisst auch, dass ich eigentlich kürzere Haare habe. Also ich habe blonde kurze Haare, also kurz klingt jetzt so, aber kurz im Gegensatz zu diesen Haaren oder meinen anderen Perücken, und dann würdet ihr auch schon wissen, okay, sie hat eine Perücke auf. Aber vielleicht, wenn ich eine blonde Perücke aufsetzen würde, die vielleicht ungefähr so lang ist wie meine eigenen Haare oder ein bisschen länger, aber nicht allzu lang, dann würdet ihr vielleicht auch schon in Frage stellen, ob es meine echten Haare sind oder nicht. Und deswegen sage ich, also Leute, die mich vielleicht nicht kennen, für die wäre es sogar, also deswegen würde ich lieber die Frage an Menschen stellen, die weder wissen, wie meine eigenen echten Haare aussehen, also mich nicht kennen und nicht wissen, dass ich eine Perücke aufhabe. Und so eine Menschen müsste man eigentlich mal fragen, ob ich eine Perücke aufhabe oder nicht. Die Sache ist, die Kontaktlinsen, zum Beispiel, ich habe ja bisher nur diese Halloween-Kontaktlinsen, und die sind ja, da sieht man ja nun mal, dass es Kontaktlinsen sind, weil das so unecht ist. Aber wenn man mal vielleicht braune drin hätte, grüne, blaue, was auch immer, dann wäre es vielleicht was anderes. Da würden die Leute vielleicht was anderes sagen. Klar, wenn man genauer hinschaut, sieht man, glaube ich, bei Kontaktlinsen immer, dass es Kontaktlinsen sind. Ich bin mir nicht sicher, vielleicht auch nicht. Aber Kontaktlinsen sieht man nun mal auch nicht immer. Also das heißt, wenn ich mal runtergucken sollte oder die Menschen mir nicht direkt in die Augen gucken, dann sehen die ja meine Augen überhaupt generell nicht. Aber Haare siehst du halt einfach immer. Ob ich den Menschen nur mit dem Rücken zustehe oder von vorne, Haare siehst du einfach immer. Und deswegen sind Perücken schon auffälliger als Kontaktlinsen, würde ich sagen. Aber bei Kontaktlinsen habe ich halt einfach das Problem, dass ich Angst habe, einfach mal welche zu kaufen, die meine Augen schädigen. Klar, ich weiß mittlerweile schon relativ viele Online-Shops, wo es gute Kontaktlinsen gibt, aber die sind ja meistens auch immer so teuer. Und Perücken sind auch ab und zu ein wenig teuer, aber Perücken, finde ich, ist was ganz anderes, weil Perücken
Da kannst du wirklich nichts falsch machen. Und bei Kontaktlinsen, die darfst du dann vielleicht nur ein Jahr tragen. Das war zum Beispiel bei meinen Halloween-Kontaktlinsen, die durfte ich nur bis zu einem Jahr tragen. Ich wusste aber noch nicht mal, ob es bis zu einem Jahr heißt, wenn du sie jeden Tag trägst, ein Jahr lang, oder ob sie wirklich nur ein Jahr lang halten, auch wenn du sie zum Beispiel nur einmal im Monat trägst. Ob das dann trotzdem noch die restlichen Tage einfach weiterzählen würden, keine Ahnung. Deswegen, ich habe sie einfach vorsichtshalber dann nicht mehr getragen. Perücken kannst du immer tragen, so lange und so oft du willst. Außer sie sehen irgendwann so, wenn du sie halt, ich weiß nicht, bei Echthaar-Perücken auf jeden Fall. Ich weiß nicht, bei den Synthetika-Perücken, da steht zwar, dass die auch Hitze abkönnen, aber ich habe Angst, es auszuprobieren. Ich will es auch nicht riskieren, dass sie am Ende kaputt sind. Aber wenn du sie halt irgendwann wahrscheinlich so oft stylst, dass sie dann so geschädigt sind, dass du sie wahrscheinlich wegschmeißen musst und man damit nicht mehr arbeiten kann, gut, das ist vielleicht was anderes. Aber ansonsten kann man sie, finde ich, eigentlich immer tragen. Ja, also ich trage zwar meine Perücken nicht so oft, aber ab und zu schon. Also ich habe so, die hier habe ich mal in der Öffentlichkeit getragen auf dem Weg nach Polen. In Polen habe ich sie nicht mehr getragen, weil ich auf dem Weg nach Polen Kopfschmerzen gekriegt habe. Es lag zwar nicht an der Perücke, ich kriege immer Kopfschmerzen auf dem Weg nach Polen, weil ich überhaupt längere Autofahrten, ich musste immer eine Reisetablette nehmen und das hatte ich an dem Tag nicht gemacht. Und deswegen habe ich die dann aber abgesetzt und die dann aber nicht mehr aufgehabt. Das ist Easy ihre, die hatte ich noch nicht auf. Die hatte ich ja von der Gamescom und die hatte ich auf, als ich griechisch essen war. Und die Perücke hatte ich auf, als ich ins Kino gegangen bin. Und die hatte ich noch nicht auf, weil ich sie heute zum ersten Mal aufhabe. Ich kam seitdem sonst nicht dazu. Wo ich sie ausgepackt habe, wollte ich sie nicht sofort aufsetzen. Jetzt habe ich sie auf. Ich finde sie eigentlich echt schön, auch wenn sie irgendwie komischerweise teilweise im Licht, oder? Ich finde hier auch in dem Bildschirm ein bisschen lila aussieht. Okay, vielleicht, wenn ich sie das Video jetzt im Schnittprogramm drin habe, sieht sie vielleicht gar nicht mehr lila aus. Oder wenn ich sie überhaupt auf dem Bildschirm habe. Jetzt gerade sieht sie auch nicht lila aus. Oh, ich weiß nicht, manchmal hat man vielleicht so einen Schimmer vorm Auge, keine Ahnung. Vielleicht, wenn man auch gerade direkt diese gesehen hat, und im Gegensatz zu der, dann sieht man auf jeden Fall, dass es keine Fliederfarbe ist. Aber wenn man nicht direkt gleich das gesehen hat, dann ist das immer, glaube ich, ein bisschen schwierig. Ja, also ich muss sagen, ich liebe Perücken. Ich gucke deswegen auch, nicht nur deswegen, aber das finde ich halt auch cool an den Videos von Regina Hicks, weil sie ja viel mit Perücken macht und ich liebe alle ihre Perücken, die sie hat. Ich finde die alle so toll. Auch die Perücken von Shireen David, da hat sie ja auch ein Video zu gemacht. Richtig toll. Ich liebe einfach Perücken. Und ich mochte es ja schon immer, mich zu verkleiden. Und ich glaube, deswegen war ich auch schon immer einfach, das war, glaube ich, schon immer meine kleine schauspielerische Ader, die in mir drin war, weil dieses Verkleiden und überhaupt, das mag ich so gerne. Und ja, es ist einfach toll. Und ich habe mir halt, ich glaube, mein Perückenfieber ist halt erst ausgebrochen nach dieser, wo ich meine erste Perücke was heißt richtig ausgebrochen? Ich habe mir meine erste Perücke geholt, das war diese. Aber die habe ich nur mal geholt, ich war bei Kaufhof und habe da so, da war gerade Halloween-Angebot und da war unter anderem diese Perücke. Und dann habe ich zu meiner Mutter gesagt, oh, kann ich die haben? Dann können wir mal ausprobieren, wie ich mit dunklen Haaren aussehe. Und dann meinte sie, ja, warum nicht? Sie war natürlich auch verdammt günstig. Ich glaube, sie hat vielleicht höchstens 20 Euro gekostet, wenn überhaupt. Da dachte ich, okay, krass, ja, und das war aber meine einzige Perücke und tralala. Ich hatte die auch, glaube ich, immer im Schrank zu legen. Ich hatte damals noch keinen Perückenkopf. Das kam, glaube ich, dann erst zu meiner roten Perücke, als ich dann nämlich auf der Gamescom war. Da kam ja dann diese Perücke. Ich war da quasi im Perückenhimmel, wirklich. Also ich kam dort an und dann gab es da so viele Stände mit mega tollen Perücken. Ich hätte auch am liebsten alle gekauft. Und da habe ich unter anderem halt die rote gesehen. Und dachte mir, boah, ist die toll. Die ist so toll. Ich kann mich kaum noch zusammenreißen, so toll ist die. Und vor allem sah sie erst etwas bräunlich aus, als ich sie gesehen habe und dachte, oh, dann nehme ich die. Und dann hat er sie so runtergeholt und plötzlich sah ich diesen roten Schimmer, aber ich habe mich dann noch mehr in diese Farbe verliebt. Weil ich dachte erstmal, oh, ich nehme wieder was Natürliches. Gut, Rot kann auch schon natürlicher sein, ne, als diese Farben, aber ihr wisst ja, was ich meine. Hoffe ich. Also so natürlich sowas wie blond. Blond ist auch meistens unnatürlich, aber blond und braun, sowas meine ich. Ja. Aber dann habe ich mich noch mehr in diese Farbe verliebt und dachte mir, geil. Ich hoffe, ihr hört mich. Ich habe Fenster offen, ist so laut. Und dann hatte ich zwei Perücken. Ich habe sie schon geliebt und bin eigentlich
das kleine Perückenfieber war zwar schon da, aber es ist schwer mit. Also ich habe mir dann auf einmal, wo dann auch Regina ihre Perücken angefangen hat zu tragen und zu zeigen, habe ich dann auch schon angefangen, auf meine Amazon-Wunschliste Perücken raufzumachen. Nachdem ich diese hatte, hat sich meine Cousine die geholt, weil sie die so toll fand und sie mag ja rote Haare. Sie trägt ja selber auch immer rote Haare. Und ja, dann hat sie sich ihre da geholt. Und ach, das fand ich auch so toll. Sie hat sich, stellt ihre halt immer bei mir unter, weil ich nun mal die Perückenköpfe habe. Und das fand ich auch so toll. Und dann dachte ich, ob ich mir die auch noch hole? Weiß ich nicht. Eigentlich brauchst du sie nicht. Wenn sie sie eh bei mir unterstellt, dann sieht es ja eh schon toll aus so. Und ja, und dann hatte ich ja, wie gesagt, die auf der Amazon-Wunschliste, war dann aber ausverkauft. Und dann habe ich einfach die drauf gemacht, obwohl ich die eigentlich super gerne haben wollte. Aber ich habe sie nirgendwo mehr im Internet gefunden, bis ich auf eine Internetseite gestoßen bin, die diese Perücke noch verkauft hat. Und das war so toll, also habe ich sofort zugeschlagen. Und ich dachte, eigentlich kann ich ja denn die runter machen, weil die hätte ich mir ja eigentlich nur gekauft, wenn ich die wirklich nirgendwo mehr bekommen hätte. Aber wo ich dann vor meiner Amazon-Wunschliste saß und die Perücke nochmal gesehen habe, dachte ich mir, eigentlich hast du dich jetzt in der Zeit, wo die Perücke runtergeschmissen war quasi und du diese raufgemacht hast, hast du dich doch irgendwie schon in diese Perücke verliebt, weil die doch eigentlich echt schön aussieht. Und dann habe ich gedacht, komm, kaufst du dir die auch noch. Ich habe jetzt noch eine Perücke auf der Amazon-Wunschliste und das ist eine graue Perücke. Die will ich auch unbedingt haben, aber damit warte ich noch, bis ich mir die bestelle, weil ich muss erstmal Geld sparen. Ich kann ja nicht immer Geld ausgeben für Perücken. Das ist, ja. Und ich habe mir die hier nur so schnell gekauft, weil die fast auch ausverkauft war. Es waren nicht mehr viele vorrätig. Und ich dachte, oh nein, wenn die auch noch ausverkauft ist, dann bereue ich es am Ende, dass ich sie nicht gekauft habe. Und ich werde wahrscheinlich, wenn ich mal wieder genug Geld dafür zur Verfügung habe, wo ich dann sage, jetzt kann ich mal wieder Geld für eine Perücke ausgeben, dann würde ich sie wahrscheinlich in die graue stecken. Sollte es aber früher sein, würde ich wahrscheinlich, also es kann nur früher werden, wenn ich die Perücke kaufe, die graue, wenn sie auch bald ausverkauft ist. Also ich glaube, wenn da auf einmal steht nur noch 5 vorrätig, dann ist es so, dass ich sage, gut, jetzt solltest du die Perücke wirklich kaufen, weil sonst ist sie weg. Ja, also habe ich mal wieder ein wenig über meine Perücke geredet. Ja. Ich würde eigentlich auch gerne öfter damit Videos drehen, aber ich denke irgendwie immer nicht dran, die aufzusetzen, wenn ich Videos drehe. Höchstens, wie gesagt, bei Betty kommentiert Kommentare-Videos, da versuche ich ja eh immer irgendwas Auffälliges immer zu haben. Entweder Lippenstift, Augen wie Kontaktlinsen oder eigentlich sollte ich es auch mal mit einer Perücke machen, aber irgendwie denke ich da immer nicht dran. Ja, ich denke mal, das war mal wieder genug Gelaber. Ja, jetzt habt ihr mich auch mal mit der Perücke gesehen, aber vielleicht habt ihr auch schon Bilder auf Instagram oder Snapchat oder so gesehen. I love wigs.